Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Im letzten Part wurden wir hintergangen, was ich schon die ganze Zeit im Urin hatte von den Leuten. Und jetzt wurden wir dann in die Attentätergesellschaft oder was auch immer gebracht. Da wurden wir bewusstlos geschlagen, also ziemlich simpel, und wurden dann hierher gebracht. Hier bist du nun endlich, in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat, des Attentäters Daut. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Leicht. Also wir sind einfach in diese Traumwelt gelandet. Und das war's schon mit der Traumwelt. Hat einfach nur kurz mit uns geredet. Wow. Dafür habe ich den Part beendet. Aber egal. Ich finde einfach seine Stimme immer noch klasse. Weil ich finde immer noch, ich glaube, dass es die von Light Yagami ist aus Death Note. Ohne Ratte. Also wir sind immer noch ein Gefangener. Haben aber unsere Maske noch, immerhin. Warum auch immer. Nach der Flut. Fliehe aus der Gefangenschaft. So ist der Plan. Okay. Hier ist sonst nichts. Können die Sterne nehmen und dann wahrscheinlich dagegen schmeißen. Jawohl. Gut, dass es keinen auffällt. Und das letzte Stück auch noch. Genau. Zack. Haben wir schon geschafft. Immerhin. Okay, da ist meine Ausrüstung. Es ist optional. Natürlich werden wir das machen. Ist hier irgendwas? Nein. Ah doch, da hinten. Ja, hier liegt schon mal ein bisschen Ausrüstung rum. Daut, Corvo, Besitz dieser Maske zu finden. Wäre sicher kein einfacher und bemerkenswerter Komplott gewesen. Doch jetzt hat der neue Antilord-Regent Havelock verkündet, dass er Beweise in der Hand hat und die Corvo mit dem maskierten Verbrechen in Verbindung bringen. Das Kopfgeld beträgt 30.000 Münzen. Aber sollte Corvo tatsächlich der Maskierte sein und all die Dinge verbrochen haben, die auf den aufgehängten Chip zu lesen sind, erwarte ich eine Verdoppelung, dass wir ihn lebend haben. Da wir ihn lebend haben, sollte es uns sogar gelingen, noch mehr herauszuschlagen. Was Slackshow angeht, so haben wir ihn eine Woche lang beschattet und waren gerade bereit zu schlagen, als er auf einmal spurlos verschwand. Vielleicht hat er die Stadt verlassen. Ulfio. Okay, interessant. Bericht an Daut. Dies ist das Musikinstrument, das der Aufseher an seine Brust festgebunden hatte, als es noch funktionierte. Konnten wir uns weder teleportieren noch andere Personen zu uns ziehen. Wir sollten es genau unter die Lupe nehmen. Ja, das wäre schon interessant. Das fand ich mich schon assi. Was ist mit dem denn los? Ach, Gefangener. Okay. So, zu Dauts Hauptquartier. Meine Ausrüstung. Okay. Also die Ausrüstung wurde im Prinzip irgendwo runtergeschmissen. Was? Fisch. Mal gucken. Mal hier lecker, lecker. Schmecker, schmecker. Was ist da unten? Okay, ah ja, von diesen Drecksfischen. Aua. Ja, ist gut, ich wollte auch gar nicht hier rein. Ihr Assis, Fischis. Jawoll! Viecher. So. Wollen wir jetzt hier wohl lang schwimmen? Also auf jeden Fall sind sie irgendwo hier unten. Ups, das wollte ich definitiv nicht. Also erstmal holen wir uns wieder Luft. Uiuiuiui. So. Gucken, ob wir jetzt da zur Ausrüstung gelangen können. Ah, hier ist schon mal nicht anscheinend. Ist doch. Aha, hier vielleicht. Hier durch. Bis jetzt mal nicht. Jetzt wieder Luft holen. Luft, 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 Luft. Tod. Und verderben.
So können wir ja nicht durchschwimmen. Sieht nicht danach aus. Schade. Wäre echt cool gewesen, wenn es möglich gewesen wäre. Müsste irgendwie durch gerade eben. Und tatsächlich. Naja, ob wir schon raus sollten, dürften. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall. Oh, wieder Eier. Ob ich will die Eier essen. Ratten. So, die Ausrüstung kriegen wir auf jeden Fall. Teleportieren wir uns einfach als halber. Was? Ach, das sind die Dinger. Ach nö. Nicht die Drecksviecher. Ich will meine Ausrüstung haben. Alter, wo liegt die denn? Da hinten. Was ist hier passiert? Mal aktivieren hier. Natürlich. Oh Gott. Ach, das sind nur Weiner, okay. Dann geht's ja noch. Trotzdem speichern wir mal. Gott, ist das. Das ist immer noch so spannend gerade. Ich damit ja nicht wirklich gerechnet habe. Zu Grace Raffinerie, da soll meine Ausrüstung sein. Bitte was? Ah, da oben. Was macht meine Ausrüstung hier? Okay. Essen. Da oben? Was macht da oben meine Ausrüstung? Aber okay. Überall Weiner. Wiener. Ach, verdammt. Okay. Komm ich da denn jetzt hoch, bitte? Mein, wir sind davor mit dem Aufzug hochgefahren. Hm, da geht's hoch, immerhin. So, und jetzt? Ich meine, ich bin kein guter Assassine, wenn ich den Ausrüstung nicht wiederbekomme. Bin ich da hoch? Hm. Das sieht irgendwie gerade ein bisschen blöd aus. Nichts, nichts, nichts. Hm. Vielleicht gucke ich auch gerade in der falschen Stelle, aber ich höre auch Rune und einen Knochenartefakt. Springen wir hier mal kurz runter. Zack. Ah, hier geht's also irgendwie rein. Hm. Abnehmen wir mal das sehende Auge, um zu gucken, ob hier. Das sind Ketten. Ketten, Ketten, Ketten. Ob ich spring da jetzt rüber, verdammt. Ach nö. Drecksdinger. So, lass mal was doch ganz einfach. Also, geht doch. Von Stu. Hey Stu, ich erkläre dir, was wir vorhaben. In der alten Grease-Raffinerie gibt es noch immer Gehälter mit behandelten Wale darin, die bisher keiner gerührt hat. Wir sammeln einfach ein paar dieser Tanks zusammen und benutzen die Pumpen an der vorderen Station, um sie wieder zu befüllen. Das Wasser steht hoch genug, dass wir ein Boot problemlos rein und rausziehen können, aber geh auf keinen Fall allein. Wir wimmeln es nur von Flusskriechern. Die vier sind verdammt zäh. Mitch. Ja. Ist okay. So.
Okay. Aber die scheinen mich jetzt in Ruhe zu lassen. So ein bisschen aus dem Anschein muss ich da gar nicht so lang, sondern doch hinten rum durchkrabbeln. Hoffe ich doch zumindest mal. So, Auge. Ich will meine Ausrüstung haben. Los jetzt. Aber wie sind sie da reingekommen? Ich kann sie zwar sehen, aber ich sehe keinen Eingang. Ah. Durch die Tür? Keine Tür. Ist das eine Tür? Auch keine Tür. Irgendwo höre ich das doch zischen. Nope. Shark-Test. Wie muss ich doch da reinkommen? Mach Krach, mach die Tür auf. Es kann doch nicht hier zischen. Hui. Ich will jetzt meine Ausrüstung. Jetzt sofort. Machen wir hier noch irgendwas Besonderes? Nee. Da nicht irgendwie hoch. Nicht einfach hochklettern. Nee. Ey. Nochmal zumindest die Treppe. Danke. So. Ich möchte gern ganz dann auf. Was gibt's denn auch hier Schönes? Backup Power? Stair Control, okay. Ah, Sicherheitshinweise. Wer braucht denn sich jetzt im westlichen Ozean? Okay. Ja, passt schon. Uiuiui. Hallo? Danke. Der Vault ist noch drin. Dann gehen wir wieder da nuff. Und packen das da. War das geplant? Eigentlich nicht, aber hey. Weil ich das ja wissen müssen, ist ja verbunden. Ausrüstung, wir kommen. Ich sehe nichts mehr. Okay, ah, die ist jetzt doch. Doch auch ständig. Hilfe will ich da runter irgendwie. Wow. Die will ich haben. Hopp. Danke. Jawohl, was haben wir jetzt bekommen für Knochenartefakt? Anhaltender Zorn. Naja, hat wir es nicht? Zeuchenaffin? Nee. Wasser des Lebens? Nö. Nee. Anhaltender Zorn ist dann neu anscheinend. Gut, und wir können mal was Neues lernen. Es ist mehr Vitalität. Eigentlich wäre das gar nicht mal so unpraktisch. Meine Beherrschung auch nicht. Das ist alles gut. Obwohl, das finde ich halt extrem. Ich glaube, das mache ich auch. Wenn ich jemanden umbringe, dann brauche ich es nicht wegtragen. Oder Beherrschung. Beherrschung ist halt auch extrem. Blutdurst. Nee, will ich irgendwie nicht. Bin ich so blutdürstig. Mach mal wieder die Tät nur, dass wir ein bisschen mehr Puffer haben. Bam! Jetzt haben wir viel mehr Leben. Oh ja, ich sehe es. So. Da wieder hoch. Mal das Auge zur Not wieder aktivieren. Dann müssen wir hier die Kette nehmen. Ui. Ausrüstung ist schon ganz nah. Ich kann sie förmlich schmecken. Warum kommt ihr zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Die Sonnen schneiden wie immer mag den Weg ab. Verschwindet ihr jetzt?
kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen, er wird ihn durchfinden. Da ist. Wunderbar. Sind wir hin? Naja. Unser Werkzeug immer noch nicht. Wo ist denn das jetzt? Brauchen auf jeden Fall wieder Walöl. Zack, zack, zack. Zack. Quadrat. Mensch, hier gibt es immer so viel zum Lesen. Ich glaube, ich könnte 30 Parts nur mit Lesen füllen. Ah, schön wieder das. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning. Na gut. Da ist ein Schalt. Ah, okay. Okay, wie kriegt das jetzt auf? Ups. Ich wollte die Sicht deaktivieren, dass ich besser sehe. Aha. Ah, okay. So. Also ich kann mit dem Fass sogar... Zack. Und... Zack. Ah, da unten ist meine Ausrüstung. Okay. Das war's jetzt? Ich hab jetzt nur die Kette bewegt? Ich dachte, ich hätte den ganzen Aufzug irgendwie bewegt. Aber nun gut, nun gut. Was ist das da oben noch? Ich seh nix. Okay, anscheinend nichts. Was haben wir jetzt geöffnet? Eben schon gedrückt. Aber gut. Das ist meine Ausrüstung. Da liegt noch eine Rune. Das ist Wahl, das ist gar keine Rune. So. Ja, manchmal muss man ein bisschen aggressiver sein. Vor allem, wenn man seine Ausrüstung wieder haben möchte. Ich wollte gerade sagen, ich müsste das Rausklettern noch reichen. Ja, nee, ist klar. Aber gut. Wieder raus irgendwie. Überall Weiner. Wiener. Okay. Das müssen wir. Oh, das ist ein Buch. Hier liegt jemand totes rum. Schalalalalalalala. Hier nicht. Verdammt. Ja, so war das nicht geplant. Aber gut, dann schnitzen wir uns halt zur Not hier doch mal durch. Okay. Was war denn das für ein Angriff? Mann, ich würde euch doch gar nichts tun. Ihr widert mich an. So. Gibt es jetzt irgendwo so einen Expressausgang hier unten? Das ist zumindest ein bisschen gelohnt hat. Wieder runterzufallen. Sieht nicht danach aus. Na, supi. Na, supi. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dann anders rangegangen. Würdest du auch bitte da drauf gehen? Danke.
So. So, dann noch hier. Noch ein Büchlein. Auszug. Alles nur Auszüge. Kann man nicht gleich ein ganzes Buch irgendwie dahinstellen? Hier waren wir. Und jetzt komplett außenrum. Nee, ging ja nicht. Ich wollte ja da sozusagen dran springen. Gott sei Dank hat das funktioniert. Fallen lassen oder abspringen? Nee, danke. Ja. Was machen wir jetzt zur Sicherheit so? Und jetzt wieder zum Hauptquartier. Oh je, den ganzen weiten Weg wieder zurück. Auf das Überleben. Ja, locker. Also haben wir so die Dächer können. Na, so viel dazu. Ich glaube, wir wurden gesehen. Weiß zwar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Oh, funktioniert auch ganz gut. Hui. Och, der Part ist ja schon wieder zu Ende. Okay. Dann gehen wir zum Dauerzauberquartier im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns hoffentlich mit Spannung im nächsten Part wieder. Bis dorthin. Tschüdelü.